Hi Leute, hier ist euer Solidfinish im fünften Part von Need for Speed Most Wanted. Ja, wir haben ein bisschen getuned, sieht man ja. Kamera. Naja, wir machen mal weiter. Rennen haben wir jetzt fast alle gemacht. Also für den Most Wanted haben wir schon mal alles schon gemacht. Aber wir machen noch ein bisschen Geld zu bekommen, weil am Ende haben wir dann kein Geld mehr und darauf habe ich keinen Bock. Dann müsste jetzt die ganzen Top. Die Most Wanted-Typen wieder herausfordern mit den. Mit den Herausforderungen habe ich schon keinen Bock gehabt. Also mache ich jetzt alle Rennen und Meilensteine mache ich halt die ich brauche. Oh. Er sieht gar nicht mal so schlecht aus, also mir gefällt er. Der nächste Checkpoint. Ah, da. Ja. Wir versuchen, die letzte Rennen zu machen und dann die Meilensteine und vielleicht, wenn wir Glück haben, noch. Den muss man noch zur Herausforderung in diesem Part. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir kommen. Au, Mann, das war nicht so gut. Naja. War ein bisschen schlimm heiß, aber okay. Geht jetzt wieder. Das redet schon auf jeden Frosch. Walk. Oh Mann, ich hab gar keine Themen oder so. Aber es macht immer richtig Bock, das zu zocken. Ich hoffe, ihr merkt es auch. Wow. So, jetzt noch zwei von den Mautstellen und dann haben wir es geschafft und wir haben über die Hälfte der Strecke. Da sind es vor hier und noch am und dann noch 28% noch. Hä? Ist gerade ein Bug? Nee. Hä? Es war doch gerade irgendwas doch mit 72 oder so. Hä? Egal. Egal. Jetzt wieder 83. Ich glaube, das Spiel hat gerade ein bisschen Problem gehabt. Vielleicht hat er runtergezählt in Prozenten, aber normalerweise muss es auch hoch gezählt werden. Wow. Wow, wow, wow. Was war denn das? Eine unsichtbare Mauer. Lustig. So. Haben es gleich geschafft und bam, geschafft. Um 221 km/h und weiter an 500 Prämie. Radarfalle Tutorial. Beim Radarfallenrennen kannst du zeigen, was dein Wagen drauf hat. Die Karte zeigt dir, wo sich die Radarfallen befinden. Rase so schnell durch die Fallen, wie du kannst. Fällst du zurück, verlierst du Punkte, sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert. Die höchste Gesamtgeschwindigkeit in allen Fallen gewinnt. Also sagt uns, wir müssen immer Erster bleiben, egal was ist. Ich muss sagen, von den ganzen Wagen sind wir das Gestalte. Im Stil. Oh. Ich muss sagen, guck mal, es ist in grün. Gefällt mir also gar nicht. Naja. Sind bis jetzt Dritte, aber okay, es klappt schon. Ja. Wir müssen halt am schnellsten zu den Mautstellen fahren.
wieder Dritter. Irgendwie komme ich nicht vorwärts. Also nicht so schnell vorwärts. Vorwärts, ja, aber schnell. Und wieder nimmer war. Das ist ja wie Magneten auf den Mauern. Und an den Mauern. Wow. Abkürzung, aber gut genommen hier. Ja, genau. Dräng mich ab. Dräng mich ab. Genau. Dräng mich ab. Ich muss aber schnell machen, weil sonst habe ich dann keine. Hab ich dann nämlich ein Problem. Nein, ich bin Dritter. Was habe ich da denn nur falsch gemacht? Egal, nochmal. Nee, zu langsam kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder? Ich weiß nicht. Nee, sonst wäre mir jetzt nicht Erster. Ach, wir probieren es einfach nochmal. Das habe ich auch am Anfang ein paar Fehler gemacht, kann auch sein. Aber ich bin gerade ein bisschen konzentriert, damit ich die irgendwie noch holen kann. Ist aber gut Tempo halten. Und dann schön ins Ziel. Ich habe keine Ahnung, was im ersten Rennen da passiert ist, aber okay. Lass mich mal so. Normalerweise müsste der Toyota Super uns alle eigentlich abziehen, aber weil das Spiel ja so kennt zu uns ist, machen wir den ja ein bisschen langsamer. Wir müssten normalerweise locker fast 290 oder so drauf haben. Nee, er ist mir zu 80 schon. Aus dem Weg, Super! Schneller, Chef-Rolli, schneller. Boah, das war Glück. Nur noch letzter.
Oder es fehlt uns noch ein bisschen Power. Nochmal. Also es haben wir in jedem Radarfallen immer nicht geschafft. Erst beim zweiten Anlauf immer. Ich habe auch keine Ahnung warum, aber probieren wir es halt nochmal. Noch erster Hä? Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt immer in der zweiten Versuch immer so gut werde und im ersten Versuch überhaupt nichts. Das verstehe ich nicht. Vielleicht mag ich das Spiel nicht. Okay, jetzt musst du noch gut halten. Gewonnen. Okay Leute, ich habe keine Ahnung warum, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt kommen die Meilensteine dran. Okay, jetzt können wir ja machen. Haben wir nämlich alle drei und dann vier Berührungen. Dann ich hab Kopfgeld 5000. Und dann in weniger als 4 Minuten. Okay, das kriegen wir hin. Alles in einem Versuch hier. Also ich tue mich natürlich dumm anstellen. Ich glaube, das läuft drüber hinaus, aber. Aber es wäre noch nicht den Teufel an der Wand malen. Ja. Gerade ist los. Korb ist genau hinter mir. Okay, vor mir. Ja, kommt, ich brauche noch drei. Ja. Nein, ich hätte ihn fast gerammt. Komm schon. Ja, Leute, ich brauche Einheiten. Kommt. Das ist ein Witz sein? Soll das ein Witz sein? Ja. Oh. Hey, Rock hier. Pass auf, der nächste Blacklist-Fahrer ist der Schlüssel zu Camden Beach. Zieh ihn ab und der nächste Bezirk gehört dir. Ich versuche was über ihn rauszufinden. Wir sehen uns später, okay. Oh, Mann.
Naja, egal. Nochmal 4 und dann. Oh, oh. Hallo? Rammisch? Rammisch? Ah, geht doch. Okay. Was heißt denn 1085? 1044 Echo 10. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Heißt vielleicht, ich verfolge einen Reiser, der komisch fährt oder so? Dieser Typ hält einfach nicht an. Okay, ich blockiere ihn. Wie blockierst du mich denn? Routineunterstützung zwecklos. Brauche sofort Code 3 Verstärkung. Okay, verstanden, Echo 10. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ja, kommt, Leute, kommt, 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 kommt. Oh Mann, das dauert so lange. Lass uns eine Straßensperre bilden, der Typ ist der verdammt harmlos. Ja, genau. Negativ, 4 Echo 10. Kann gerade keine Einheiten rüberschicken. Moment, ich fahr die anderen Bezirke ab. Was haben die Leute denn vor, außer Donuts essen? Donut, Donut, Donut! So. Noch 2 von euch Wagen und dann noch 4000 Kopfgeld und dann habe ich's. Okay, der eine ist gerade selbst platt gemacht, okay. Und einer ist festgehangen, warum auch immer. Okay, noch einer noch. Hab schon einer noch. Ihr blockiert mich, ihr seid schon aus der Sichtweite. Da ist der letzte. Gut, gut, gut. Und dann müsst ihr noch. Ja, Fahrzeugkontakt. So. Jetzt noch 3050 noch. Ah, das sind die doch, oder? Nee, ich glaube, die bringen nicht so viel. Oh, verloren, ich bin gerade. Nein, mir fehlt noch. Ach, Mist. Ja, komm. Komm. Ja, danke. Danke. Ach, 600 noch. Da. Geh nach 500. Geh nach 400. Meldung an alle Einheiten. Die Einsatzleitung ist auf Alarmstufe. Ist aber schnell weg. Ich übernehme. Greifen wir ihn ein!
was zum Rammeln. Verdächtiger ist durch eine Tankstelle gerast. Melde mich später. Sichtkontakt verloren. Versuche ihn wieder einzuhüllen. Alle Einheiten. Ich habe ihn höher, schickt alle her. Ich brauche mehr Verstärkung. Er hat alle anderen aus dem Rennen geworfen. Ja. Bin ein böser Bub. Zentrale, der Verdächtige hat mit seinem Fahrzeug die Haftung verloren. Er ist am Limit. Charlie 15, schieße mich den Verfolgern mit Code 3 an. Nein, ich hab gehört, da geht's rein. Oh, jetzt rein. Nein, 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 nein. Da geht's auch nicht rein. Okay. Oh. Ja, jetzt auch schnell weg. Oh, geschafft. Hey, ich bin's. Hör gut zu. Wenn einer abgezogen wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal, what's up? Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Ja. So, dann machen wir jetzt mal weg. Oh, es sind alles nur Sprintrennen, das kriegen wir schnell hin. So, dann warten wir mal alleine. Da ist ein Cop. Ich beobachte dich. Und da ist er. Wenn du das. Donnersessen, war ja klar. War ja klar. Donnersessen. Okay. Go. Weg, jetzt bist du dran. Wow. Der ist schnell. Schon. Überholt. So, die Viertel, ein Viertel der Strecke haben wir jetzt. Thank you.
Oh, das ist ein bisschen langsam. Aber egal. Das ist gut für uns, schlecht für ihn. Können wir jetzt ganz gut zum Ziel fahren. Ohne Probleme. Abkürzung nehmen. Und weiter. Und er nimmt auch noch die Abkürzung. Das ist noch perfekt. Knapp 600 Meter ist er entfernt. Schade, ich habe gehört, ich könnte hier auch noch kürzen, aber das ist natürlich gesperrt, leider. Wäre auch zu schön gewesen. So, 82%. Ja, bis jetzt gar keine Herausforderung, irgendwie. Kein Meter-Action. Außer bei den Cops, das ist natürlich richtig viel Action, aber so nett. So nett. So, nächstes Rennen. Mal gucken, ob es tatsächlich herausfordernder ist. Okay, macht schon ein bisschen gut Stoff. Also Speed, sage ich mal lieber. Speed. Need for Speed. Gut gekontert. Zu weit. Fast die Hälfte der Strecke. Wenn ich mal die Wagen von den Blacklist-Typen bekomme oder nicht, das ist eigentlich nicht so schlimm. Wow, da kommt ja echt näher draußen. Ist ein bisschen zu viel Speed verloren. Alter, da muss ich auch durchmachen. Nicht cool, Alter. Wow, nein, 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 nein. Jetzt nicht für in den letzten paar Minuten. Komm schon. Der ist noch in Sichtweite. Mist, wir schaffen es doch nicht. Mist. Mist. Nochmal. Die eine Kurve. Da wird wohl halt ein bisschen längerer Part. Wir haben ihn fast gehabt. Hab doch Spaß mit dem Speedbreaker ein bisschen zu spielen. Dann ging vorbei.
Oh, da ist er wieder. Jetzt diesmal nicht, bin weg. Alter. Wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung. Aber ob das reicht, das weiß ich nicht. Werden wir mal sehen, ob das reicht oder nicht. Ich hoffe mal. Über die Hälfte der Strecke haben wir jetzt wieder. Nein. Komm schon. Jetzt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Warum krieg ich denn jetzt nicht? Hä? Ich versteh's nicht. Verstehst du, wie du kriegen wir ihn jetzt nicht mehr? Wird man vielleicht noch langsamer, wenn man Speedbreaker benutzt? Ich weiß nicht. Jetzt aber. Ich weiß, hat gerade überhaupt nichts gebracht, aber... Ja, auch ohne Speedbreaker gut durchgekommen. Ist nur Tempo halten. Vic ist ganz schön nah bei uns. Das ist der Baum. So, jetzt aber. Gewonnen. Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Weg. Abserviert. Zwei Symbolen. So, dann gucken wir mal. Cool. Cool. Camden Beach ist nun freigeschaltet. Blacklist 12. Izzy oder auch Isabel Diaz. Stärke K.O. Rennen. Wagen Mazda X8. Lebenslauf mit Izzy. Solltest du dich lieber nicht anlegen. Sie weiß alles über Autos. Auf- und abwärts der Straße. Ihr Schlitten ist perfekt vorbereitet. Und sie hat nur mit Rennfahrern zu tun. Jeder, gegen den sie fährt, ist ein Cousin oder Freund oder Onkel. Die halten alle zusammen. Also...
Verschätz es dir nicht mit ihr. Mach schon nie. Ja, Blacklist 12. Izzy. Mit dem Master X8. Die Kamera schlecht aus, sieht aus wie eine Katze. Miau. Ja, immer so. Okay, Driftweg. Okay. Kann meine auch. Izzy. Hab gehört, du hast es bis nach Camden Beach geschafft. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich hab dir einen Unterschlupf in Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Ja. So Leute, ich würde sagen, ich beende den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächsten Part tun wir ein bisschen zu. Weil wir ja easy ja. Die Tafel ist abonniert und kommentiert. Ciao. Und abonniert. Und kommentiert. Schon mal gesagt? Ja. Ciao.